Zum achten Mal fahre ich mit dem Uli Wern aus seiner Gruppe auf Lappland rauf zu einem Skitrekking am Kungsleden. Wir sind das Mal der Uli, der Viktor, der Paul, die Annemarie, der Fredo, der John, die Marianne und ich. Es ist Tradition, dass ein Teil der Gruppe mit Zug und Fähre in Hochnorden aufreist. Mit dem ICE geht es zuerst von Basel über Karlsruhe, Frankfurt, Hannover, Hamburg nach Kiel. Dort gehen wir über zum Schwedenkai und einschiffen in ein Schiff von der Stena Line, das mal in Stena Scandinavica. Wir fahren dann mit dieser Fähre in Nacht bequem zwischen den dänischen Inseln durch und kommen am anderen Morgen um die 9 Uhr zu Göteborg an. Anfangen tut die Schiffreise mit einem fantastischen skandinavischen Buffet. Und nach der guten Nachtruhe gibt es am anderen Morgen ein reichhaltiges Frühkost, wo man fast für den ganzen Tag ernährt ist. Zu Göteborg-Gang, der Biber, ob ich das Schiff unterdürren mag bei dieser Brücke. Aber es ist bis jetzt noch jedes Mal gegangen. Wir steigen hier dann wieder um auf den Zug und fahren über Stockholm, Gävle, rauf nach Boden. Heute mit dem Zug nochmal bis Kiruna, weil zwischen Kiruna und Abisko der Sturm einen Güterzug umgeweiht hat. Wir tun uns jeweils im Schlafwagen gut einrichten und dann geht es in den Speiswagen, wo es die allerbeste Lasagne der ganzen Welt gibt. Heute müssen wir zu Boden umsteigen, in den Intercity und dann eben, wie schon gesagt, im Norden oben auf einen Bus wechseln, wo uns dann am Tornadress genommen auf Abisko fahrt. Abisko ist eine Touriststation vom STF, Svenska Turistföreningen. Ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Skitouren am Kungsleden. Es ist eine grosse Anlage. Hier das Hauptgebäude, das sogenannte Hüvudbygnaden. Und wir erleben einen wunderschönen Abend und einen noch schöneren Morgen begrüßt uns für unseren ersten Tourentag. In einem von diesen Häusern hier haben wir übernachtet und machen uns jetzt hier startklar für die erste Etappe. Am ersten Tourentag geht es von Abisko nach Abiskojaure. Von der Fjällstation laufen wir zuerst über zu der Talstation von der Sesselbahn, der Linbana, und starten hier oben zum Aufstieg auf das Lotajoka, fahren einen runter ins Karsavakke, laufen um den Rücken herum, bei der Renvaktastüga vorbei, bis wir dann oben Abiskojaure die Felder abnehmen und Rassi können runterfahren zu den Hütten. Da sind wir hier oben bei der Bergstation und zuerst mal Felder aufkleben. Von hier aus hat man einen schönen Blick über zum Nissunjoka. Und dann geht es durch frischen Pulverschnee in angenehmer Steigung auf den ersten Gipfel.
der Fredo hier oben beim Steinmantel auf dem Slotajoka, ein typischer flacher Gipfel. Hier hat man eine prächtige Aussicht runter auf den Tornetresk. Das erste obligate Gipfelgruppenfoto. Hier haben wir den Überblick, wo es durchgeht. Wir fahren jetzt an die angenehm steilen Hänge runter, eben um den Rücken herum. Und teilen uns dann am nächsten Tag. Die rechts gehen hinger über Berge und die links am Kungsleden nach. Ideales Gelände für einen Start mit dem schweren Rucksack. Und schon sind wir dunkel, die Pfeil drauf. Früher haben wir hier oben noch etwas gegessen. Aber heute haben wir nicht Zeit. Wir kommen am Ende noch zu spät zum Schneebrett. Es ist ein traumhafter Aufstieg über die schönen Böden, in die Sonne rein. Und nach ein paar Stunden sind wir auf dem Punkt, wo wir die Fälle abnehmen können, aus dem nur noch nicht Zeit geht. Aber kurz nach dem Start, der grosse Klopf, ein gewaltiges Schneebrett, das ziemlich sicher mehr ausgelöst hat. Eine gefährliche Sache, sagt der Oberlehrer. Und wir sehen hier gut, dass wir Glück hatten, weil das Brett über unsere eigenen Spuren über ist gekommen. Das Ganze nochmal von der Seite. Über angenehme Böden geht es dann durch feurigen Pulverschnee runter, am Schluss durch den Birkenwald. Und schon sind wir bei den Hütten von Abisko Jaure. In dieser grossen Hütte haben wir geschlafen. Der Ueli und ich sind übergegangen zum Hüttenwart, zum Einkauf. Und ihr seht es Ueli an. Er studiert, wo sind die guten Krügeli? In der Zwischenzeit wird geholzt und eingeführt. Und dann anschliessend gekocht. Die zweite Tagesetappe von Abisko Jaure auf Ales Jaure ist anstrengend und lang. Wir gehen in zwei Gruppen, Ueli, Fredo Victor und Paul, über Rovidieva Richtung Unna Allakas, Anna-Marie Marian John und ich am markierten Kungsleden nach Richtung Ales Jaure. Wie man hier sieht, hat die Gruppe vom Ueli am Schluss noch die Möglichkeit zu einer schönen Abfahrt. Hier sind wir noch miteinander unterwegs. Links geht es auf den Kungsleden. Und rechts, das Tal zu der Hingere, zum Gebirg, wo man überschreiten kann und runterfahren kann. Es ist ein wunderschöner, aber kalter Tag. Die Gruppe Kungsleden rastet zuerst mal am Dag Hammerschöld-Leden auf dem Meditationsplatz und steigt dann das schmale Tal weiter zu der Ruf auf das Plateau von der See Richtung Ales Jaure. In der Ferne sehen wir die Gipfel vom norwegischen Storsteinsfjellet. Hier schön gross hergezoomt. Und
rechter Hand liegt eine Samenwiste. Und kurz nach dieser Samenwiste der grosse Rennzaun. Wir queren den und kommen ungefähr auf halber Strecke zu der Rasthütte am Radujavri. Da hat sogar eine komfortable und klinisch reine Toilette. Weiter geht es zuerst durch hinten und man sieht nicht nur die Toiletten, auch die Bärte verreischen bei diesen Temperaturen. Zurück zu der Gruppe mit dem Uli. Sie wählen nicht den einfachen Weg direkt über den Fluss. Sie gehen durch den Wald. Es geht auf und ab. Und weit im Tal zu dahinter fährt der lange Aufstieg an. Es ist eine unerhört eindrücklich schöne Landschaft. Uli kontrolliert auf dem GPS, ob er richtig unterwegs ist. Und auch diese Gruppe hat dann nachher die Storsteinsfjellengipfel vor sich. Langsam geht es am höchsten Punkt zu. Die Fälle werden abgenommen. Und etwa eine Stunde nach der Gruppe Kongsleden können wir auch sehen. Bei den Hütten von Alessiaure an. Am Morgen vom dritten Tourentag hatte ich ein gesundheitliches Problem. Schmerzen im Brustkorb und Schwindel. Dank der Annemarie und John bin ich am 9. wieder auf den Ski gestanden. Es ist zuerst runtergegangen auf den See, nachher bei der Samenwiese Alessiaure vorbei, über das Bässli bei den Palibseen und dann hinten runter ins Vistaswacki. Abfahren konnte man eigentlich nicht viel. Das Tal ist endlos, für hier vorne zu laufen. Endlos, aber schön. Und so sind wir halt mit ein bisschen Verspätung und bei den Vieren rum ins Vistas angelangt. Aber Brio Blaubeersuppe. Der Uli hat schon an den 6. anvorrühren. Und während dem Morgen ist Hillevi gekommen, die Hüttenwarte, und hat uns orientiert über das Wetter und die Lawinen gefahren. Der Fredu war dann gleich darauf runter am Holzen. Mit Verspätung sind wir gestartet. Es ist zuerst runtergegangen auf den See und in der Nähe von der Bootsanlegestelle haben wir die Fälle aufgeklebt. Und sind dann übergeschwunden Richtung Alessiaure Samenwiste. Das ist ein Sommerdorf, besteht aus einigen wenigen alten Lappenkolten, aus Zelten und aus vielen rotbraunen Häuschen. Blick zurück, dort rüber, wo wir gestern hergekommen sind, und so sind wir unterwegs auf den Pass. Die Annemarie, der Fredo die Grünen haben grüne Ski. Blick zurück auf den Pass. Und da geht es dann zwischen ins Vistaswacki. Wacki heisst übrigens Tal. Da kommen wir dann gleich in Zwergbirken und weiter unten auch in den Birkenwald. Bei den vier oben sind wir bei den Vistashütten. Die liegen dann im Schatten.
Und später kommt dann noch die Sonne. Und wir haben die Gelegenheit, am Spätnachmittag die nähere Umgebung von den Hütten zu erkunden. Und dann ist die Zeit für das Feiern und anschliessend für die Nacht zu kochen. Am vierten Tourentag ist es fast wie üblich, das Vista-Songer bitterkalt. Das Thermometer zeigt minus 24 Grad an. Es geht hier durch ein längs vom Gletscher geschaffenes Tal zu durchhängen, zu Tuorreia da Vaggi. Und kurz vor dem Mittag ist man in der Regel bei den Allohütten. Und dann geht es auf das obligate Nachmittagstürli, das mal im Nebel. Ob sie genau dort waren, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Am Morgen schon wieder Haberbrei und Blaubeersuppe. Aber auch wieder schönes Wetter. Hier an dieser Brücke hat es normalerweise eine Kötti mit dem Kessel dran, wo man aus einer offenen Wasserstelle Wasser raufholen kann. Heuer ist das nicht so. Man muss hier ziemlich riskant in die Nähe und Eis raus, und es hat sich ein gefährliches Loch gebildet. Pass auf, Fredo! Schon ist es passiert. Und es geht noch den Schutz weiter runter. Uli tut nicht Wasser reichen, er geht in eine andere Richtung. Wir machen uns startklar. Gruppe marschiert. Ich bin wie gäng auf der Brücke und fotografiere sie, wie sie da so vor dem Una Vista Swaggi durchlaufen. Mir ist auch heute nicht wohl. Fredo packt für eine Stunde meinen Sack. Und schon geht es Richtung Nallo. Weiter vor uns der Spitzgipfel vom Nallo. Die Roten haben rote Ski. Heute ist Rot-Grün unterwegs. Ulis Blick. Der Hingere. Und noch vor dem Schatten packe ich wieder den Sack. Es geht jetzt hier in eine Trog hinein, anderthalb, zwei Stunden, in bitterer Kälte. Wahrscheinlich gegen minus 30 Grad. Es fährt langsam an, überziehen. Die Hütten kommen dann gleich mal einmal in Sicht. Und schon sind wir da. Das Nachmittagstürli ist mehr oder weniger ein Blindflug. Sie wissen nicht so recht, wo sie waren. Und schon ist der Viktor am Werk, unser Chefkoch. Und wir essen die fein gewürzten, schmackhaften Teigwaren. Heute gehen wir auf dem schönsten Weg von Allo auf Selka. Wir steigen auf, allgemeine Richtung Reia da Vaggi, vor dem See biegen wir ab, gegen Osten, nicht ganz bis zu der Una Rezia Hütte. Dann geht es steil auf den Gletscher und oben beim Gletscherpass ziehen wir noch ein bisschen einen Hang rauf
damit Ueli die ideale Route findet für eine direkte Abfahrt ohne Gegensteigungen zu den Selkahütten. Hinter dieser Scheibe hat es zum Morgen gegeben. Natürlich Blaubeersoppe mit Haberbrei. Der Tag zeigt sich am Anfang ganz schön. Wir verabschieden uns von der Hüttenwarte. Der Nebel kommt. Der Nebel verschwindet langsam. Blick auf die schöne Bergwelt öffnet sich. Und in der Nähe vom Rätsiasee begegnen uns zwei Rentiere. Beim Aufschwung auf den Gletscher machen wir Belastungsabstände. Und der ist schon fertig mit Fotografieren. Wir sind nachher in den Nebel reingekommen. Und hier sind wir schon bei den Selkahütten unter. Der Selkatoppen ist für mich in jeder Beziehung der schönste und attraktivste Skigipfel am Kungsleden. Starten kann man direkt bei den Hütten, ist schnell dann beim Aufstieg zum Talsee rauf, kommt dann auf einen Gletscher nördlich vom Toppen und auf der Westseite, also auf der norwegischen Seite, kann man diese Länge Traverse aufziehen auf den Hauptgipfel. Ich bin im Ganzen fünfmal bei besten Verhältnis oben gewesen, und so wie es heute Morgen aussieht, gelustet es mich nicht. Es ist alles weiss in weiss oder grau in grau, man sieht keine Kontur. Aber doch macht sich ein Gröppeli mit dem Uli, mit dem Paul, Zweig. Aber fotografiert haben sie nichts, weil sie auch nichts gesehen haben. Was wir hier sehen, ist eine frühere Besteigung. Da sind wir schon beim Tal schön oben, also beim See. Ziehen über Moränenhänge rauf, auf einen Gletscher. Da haben wir ihn gleich mal erreicht. Wir haben den Toppen vor uns. Und schon beim Aufstieg eine fantastische Aussicht. Der Uli kurz unter dem Gipfel. Und auch die anderen haben es gleich geschafft. Phänomenal, die Aussicht da oben. Hier Richtung Norwegen. Über gegen Hukkajaure. Da mehr gegen Süden. Vorbereitung vom Gipfelfoto. Das ist die Gruppe, die es an diesem Tag geschafft hat. Da hinten thront der Kebnekaise, den wir ja auch zweimal bestiegen haben. Und schon ist man wieder auf der Abfahrt unten auf dem See. Von Selka auf Singi geht es 12 km talabwärts. Mit einem einzigen kurzen Aufstieg. Am Vorabend tun wir jeweils unseren Tourenski mit Langlaufachs präparieren. Wir gehen nicht der markierten Route an, sondern mehr am Fluss nach. Können in der Nähe von der Kobriaka-Hütte den Rennzaun passieren
und sie jeweils schon um die Mittagszeit zingen. Die Zeit reicht ja auch noch für die Bestiegung vom Unna Afrik. Der Victor hat Selka eine traumhafte Morgenstimmung eingefangen. Talaufwärts der Blick. Und hier talabwärts gegen Singi. Zuerst startet die Hünge. Und dann eine Mulise Gruppe. Victor beim Stundenhalt. Schon sind wir zu singen. Es fängt an zu zutun. Und wir geniessen das Hüttenleben. Marianne tut die Jaskarten ordnen. Der Fredo genießt sie gut Speck. Und der John liest in einem Buch. Der Uli hat heute ein ehrgeiziges Projekt. Er will mit seiner Gruppe die Singe starten. Aufstieg in Sattu zwischen Unna Afrik und Stour Afrik. Dort den Stour Afrik besteigen. Runterfahren in die Sanjarwaki. Nach Westen zu den Sanjarwaki Seen. Und dann nachher von Norden über Sanjar Choka steigen und direkt zu den Hütten von Kaitum Jaure runterfahren. Es ist auch heute wieder ein prächtiger Morgen. Blick talaufwärts. Und der Blick auf den Kungsleden mit den typischen Andreaskreuz-Markierungen. Der Peter und die Anne-Marie starten hier auf den Kungsleden. Es weht eine starke Luft und treibt Zentimeter hoch feinen Treibschnee über den Boden. Blick talaufwärts. Ganz spezielle Wolkenformationen. Mein Ferienhaus, es ist alles in Ordnung. Kein Einbruch seit dem letzten Mal. Plastik. Vom Plastiker Wind. Und schon sind wir kurz nach Mittag zu Kaitum Jaure. Gleichzeitig mit uns ist die Gruppe vom Uli gestartet. Hier im Aufstieg zum Sattu. Mir nährt sich an diesem Tag überwiegend mit Joggen. In der Mitte vom Bild der markante Gipfel vom Litubakti. Der Uli, ein begehrtes Fotoobjekt. Wir nähern sich am Gipfelaufbau vom Stour Afrik. Stour heisst übrigens gross und Unna heisst klein. In der Ferne hier sieht man die Singi-Hütten. Auch heute sind kleine Rennherden anzutreffen. Noch ist die Sicht klar und die Lust zum Fotografieren gross. Wieder der Litubakti.
typische Geländeformationen. Jedes Bergli ein kleiner Skigipfel. Aufstieg zum Sturavrik. Und schon kann man da oben die Fälle abziehen. Auch hier sieht man wieder die Hütten von Singi ganz rechts am Bildrand. Und diese prächtige Abfahrt in Sanjarvaki. Von hier an ist es für mich schwierig zu kommentieren, weil da bin ich noch nie unterwegs gewesen. Ich bin auch nicht sicher, ob die Bilder in der richtigen Reihe vollkommen. Am heutigen Tag stehen zwei schöne Skigipfel auf dem Programm. Zuerst der Leai Becea Becioca und dann für die, die am Nachmittag noch mögen, der Sanjar Choca. Der Leai Becea Becioca ist eindeutig der schwierigste Gipfel, allerdings nicht zum Aufsteigen und zum Fahren, aber zum Aussprechen. Am Morgen startet wieder eine Gruppe mit den Schlittenhüngen Richtung Singi und Marianne kommt da gerade vom Einkauf im Lädeli von der Hüttenwartshütte. Hinten dran der Sanjar Choca. Schon ist man unten auf dem See, überquert den Fluss, Blick zurück zu den Hütten. Und hinten dran der Sanjar Choca. Sie sind schon am Aufstieg und haben einen prächtigen Blick auf Kaitum Jaure. So, Jaure heisst See. Ankunft oben vom Leia Becea Becioca. Dort hat es einen Steinmann und ein Kreuz. Glückliche Gipfelbesteiger. Prächtiger Rundblick, wo man noch her schaut. Das muss mit einem Gipfelfoto gefeiert werden. Und gerade noch mit einem zweiten. In dieser Zeit bin ich unten am See auf die Suche gegangen nach schönen Fotosujets. Das sind einfach mal die Samenkoten, die sicher nicht mehr gebraucht werden. Und nachher traumhafte Bilder von Bäumen, vom See, von der Sonne. Filigrane Birken. Gäng wieder der Blick zum Sanjar Choca.
Caritum Jaure ist auch ein wunderschöner Ort zum Leuen. Sei es für aussen an der Sonne oder drinnen im bequemen Bett beim Lesen. Aber eben, hinten dran noch mal ein Gipfel, der muss doch auch noch gepackt werden. Uhlen voraus. Fredo ist dabei. Und logischerweise noch ein Fotograf, der Paul. Und wieder der wunderschöne See, wo man fast bis auf Kiruna raus sieht. Oben auf dem Gipfel, unter dem Buckel, wo der Fredo steht, versteckt sich die Steinmantel, die so ein Gipfelbuch hat. Wunderschöne Stimmungen am Spätnachmittag. Und nochmal der See von ganz oben. Und dann hat man auch Zeit, am Schluss in der Hütte zusammenzuhöckeln und zu käfeln. Am zweitletzten Tag geht es von Caritum Jaure nach Delsa Jaure. John, Annemarie und ich gehen auf dem Kungsleden. Uli mit seiner Gruppe zweigt den ab und besteigt den Urti Joka. Und fahrt von der direkt runter, auch zu den Hütten. Das Caritum Jaure hat es am frühen Morgen schon von den 4, 5 an immer ganz prächtige Stimmungen über dem See. Unvergesslich. Und dann anschliessend das Morgenrot, eine am Livanchoka. Hier das ganz spezielle Wasserloch von Caritum. Und dann haben wir wieder einmal Abschied. Abschied auch von der Hüttenwartin Anita, die ganz besonders zufrieden ist mit uns, weil der John und der Victor das Hüttenschloss geflickt haben. Zuerst geht es an einen Rennzaun an, fährt an von ansteigen, im Hintergrund der Urti Joka, und da tun wir uns dort trennen. Im Aufstieg zum Fässli hat es eine ganz besonders schöne Lappe geholt. Auch heute eigenartige Stimmungen. An dem Graben vom Delsa Jaure zeigt sich der Sarek. Und schon sind wir drunter auf dem See. Nach einer sehr schönen Abfahrt. Fast gleichzeitig wahrscheinlich ist die Gruppe mit dem Uli oben auf dem Urti Joka. Und von hier aus eine sagenhafte Aussicht. Auch da genügt ein Gipfelfoto nicht. Das muss ja gefeiert sein. Die Unger bei den Hütten
haben wir dann noch ein besonderes Vergnügen. Rechts aussen im roten Häuschen ist die Sauna. Und nachher noch eine ganz phänomenale Angelegenheit. Phänomenal. Der letzte Tourentag und zugleich erste Reisetag steht vor uns. Es geht heute von Telsajaure aus Richtung Süden nach Vakotavare. Zuerst queren wir den See, steigen nachher durch dichten Birkenwald auf an die Waldgrenze, queren den Bachgraben oben der Brücke und ziehen den auf eine Höhe von ca. 1100 Meter, damit wir möglichst weit können in die Böden rausfahren können. Uhlen fängt die absolute Ideallinie, praktisch ohne Gegensteigung, kommen wir runter zu den Steilhängen, wo es dann durch Birkenwald auf Akotovare runtergeht. Uli im Gespräch mit dem Hüttenwart. Der macht noch eine Gruppenfoto von uns. Wir laufen über den See. Wie meistens eine schöne Morgenstimmung, es geht durch den Birkenwald darauf. Und schon sind wir auf dem höchsten Punkt, nehmen das letzte Mal die Felder ab. Im Hintergrund das Akka-Gebirge. Vom Sarek sieht man heute nicht viel. Einzige kleine Gegensteigung. Und schon sticht Uli nach einer Pause runter Richtung Vakotavare an Akajaure. Und schon sind wir dunkel bei der Vakotavare-Hütte und es gibt wieder ein Melanöl. Fredo packt seine Ski ein. Das Taxi kommt. Fahrt ich Rekordzeit vorne auf Jelliwaare. So dass wir noch Zeit haben, im Bahnhof eine Pizza Quattro Stagioni oder auf Emmentalisch Quattro Stazioni zu essen. Die Jelliwaare steigen wir um, auf den Zug, sind hier schon zu Göteborg, fahren mit dem Elfsnappen runter zu der Stena Line. Und Marianne ist da schon auf dem Deck, auf der Rückfahrt. Und ich halte innerlich Rückblick auf die vergangenen Lappland-Skitouren. Das erste Mal war es im Jahr 2003 mit den Wehren Brothers. Hier Blick vom Unnavrik, das zweite Mal mit dem Peter Schneider. Blick vom Sanja Djoka auf den Kaitomjaure. 2005, nein, 2006, die erste Besteigung vom Kebnekaise. Kaise. 2007, ihr Abfahrt vom Selkatoppen. 2008 ein legendäres Gruppenfoto mit einem gestressten Fotograf. 2010 im Aufstieg zum Urti Djoka. 2012 auch die kulinarischen Höhepunkte müssen erwähnt sein. Schottbuller, das kennen wir schon, 2014.
und rückblickend auf all die gemeinsamen Touren im Norden danken, Uli.